Ich bin der Android von CyberLife. Sieh, was du getan hast! Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder kämpf! Ich heiße Kara. Mein Name ist Marcus. Mein Name ist Connor. Das ist unsere Geschichte. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Uldi von Immer am Limit. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Detroit Become Human. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit mir gemeinsam die Geschichte der drei Hauptfiguren zu verändern. In Folge 7. Okay, Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Wir müssen gehen. Alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Und es regnet und regnet und regnet. Komm, wir müssen uns beeilen. Oh, Moment. Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Ah. Der hat's in meinem Korb gekriegt. Okay. Don't walk. Umsehen, genau. Untersuchen, was haben wir da? East Motel. Bequem, aber auffällig. Ich werde Geld brauchen. Okay, was ist das da? Sehr unbequem, aber unauffällig. Na gut, unbequem, aber unauffällig. Nicht, dass der Typ uns findet. Genau, da können wir hingehen. Da können wir hingehen. Dann können wir um Hilfe bitten. War das hier drüben? Da kann sie aber nicht bleiben. Und was ist hier? Öffnet erst am Morgen. Ja, werden wir mal darüber gehen und um Hilfe bitten. Macht man eigentlich nicht, kleines Kind. Was macht sie denn jetzt? Alice, du bist ja eiskalt.
Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Also Hotel können wir uns nicht leisten, dafür brauchen wir Geld. Und Geld werden wir sicherlich nicht haben. Aber ich kann ja so eine Überweisung machen, aber der Typ scheint auch kein Geld zu haben, oder? Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Ja, komm, geh rein, zack. Was willst du? Oh, nee, wieder so ein Sack. Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heizarmee, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Ja, zurücklegen. Jetzt brauchst du erstmal keine Spielsachen. Alice, du musst mir helfen. Siehst du die Dosen da drüben? Ich möchte, dass du hingehst und sie umstößt. Sie umstoßen? Warum? Mit Alice, vertrau mir. Gute Idee. Alles okay? Bist du verletzt? Gar kein Problem. Das sind nur ein paar... Komm schon, los. Okay, wie viel Dollar haben wir jetzt geklaut? Wir haben jetzt etwas Geld. Du hast mich benutzt, um zu stehlen. Wie konntest du nur? Ich hab dir vertraut.
Ich sichere unser Überleben. Ich hatte keine Wahl. Es ging nicht anders, Alice. Doch, ging es. Okay, jetzt können wir, glaube ich, ins Hotel rüber, oder? Hat der Laden jetzt schon auf? Nee, glaub nicht. Okay, warte mal, was war das da drüben nochmal? Nicht rein. Es geht nicht, Alice. Die vermieten sicher nicht an Androiden. Ich muss diese Uniform loswerden. Oder weitersuchen. Finde Kleidung. Na gut, dann gehen wir mal darüber. Und schauen mal, ob wir hier noch ein paar Klamotten finden. Beim Mega Washer. Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Century. Oh, da pennt jemand. Okay, nächstes Mal schauen. Was gibt's da noch? Ah, Magazin kennen wir doch schon. Okay, na, nichts Interessantes. Aber vielleicht können wir von Ihnen hier ein paar Klamotten. Pennt er ja, ne? Programm complete. Und wie kriege ich es jetzt auf? Hoffentlich wacht er jetzt nicht auf. Oh, Alice ist distanziert. Die Musik macht's aber auch spannend. Himmel her. Oh, fuck, 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 fuck.
So, jetzt könnten wir zum Motel rüber, oder? Ich würde sagen, ist besser ins Motel, nicht, dass wir dann irgendwo in der Kälte schlafen müssen und die Kleine dann noch krank wird. Also so sehe ich das jetzt. Wisst ihr, die Kleine schnieft ja schon. Dann lieber so. Hi. Hi. Ein Zimmer bitte. Das macht $40 im Voraus. Ich brauche Name und Adresse. Archer. Kann ich Ihren Führerschein sehen? Ja. Ich habe ihn im Auto. Kein Problem. Darum kümmern wir uns morgen. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Komm, Alice. Meinst du, er hat dir geglaubt? Ich weiß nicht, Alice. Ich weiß nur, dass du es heute schön warm hast. Mhm. Sound of Detroit, okay. Mal sehen, vielleicht finden wir ja Eminem. So, Zimmer 28. Also hier unten, dann kann er nur oben sein. Weil unten sind ja die 10er-Nummern und oben die 2er-Nummern. 29, da müsste es daneben sein, oder? Ja. Meine, eigentlich ist es nicht so clever. Die hat so viel Verbrechen jetzt in dieser Straße gemacht und gleich das erstbeste Hotel genommen, was auch noch in dieser gleichen Straße liegt, wo sie geklaut hat. Also Geld geklaut hat, Kleidung geklaut hat und jetzt geht's hier rüber ins, Hotel. Hier, gib mir den Mantel. So, mal gucken, dass wir hier alles zuziehen. Na. Na, komm. Ach, die Steuerung. Ich habe Schokolade. Hast du Hunger? Hätten wir vielleicht doch mal den Teddybär klauen müssen. Aber für $40 sieht es doch eigentlich relativ sauber hier aus, oder? Also ich meine, ich war schon mal in Amerika und da gab es, also Miami zumindest. Da waren nicht so schöne Hotelzimmer. Oder man hat weitaus mehr Geld dafür bezahlt, das würde ich damit sagen. Aber für $40 kann man ja wirklich nichts sagen hier. Geräumiges Bad, 2 Betten. Und, ja, sieht sauber aus. So, ich würde mal sagen, dann machen wir mal Licht aus und werden mal ins Bett hoppen. Zieh die Sachen aus. Sie sind klatschnass. Pass auf, jetzt kommen bestimmt blaue Flecken. Oder? Ich bringe sie zum Trocknen ins Bad.
Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß eine Familie. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Tja. Warum waren wir nie glücklich? Weil dein Dad ein Assi ist. Ich weiß nicht. Du verlässt mich nicht, oder? Versprich, dass du nie gehst. Versprochen. Bleiben wir für immer zusammen? Ja, gut. Für immer. Tja, ihr Dad kann sich selber nicht leiden. Und jetzt schlaf schön. Genau, schlaf schön. Ab in die Seeche. Ich mache jetzt das Licht aus. Okay? Ist schon spät. Augen zu. Süß, küssen. Schlaf gut, Alice. Abusal. Schön. Ach, schöne Geschichte. Sehr schön. Und wieder eine Trophäe. Unterschlupf. Oh Gott. Ihr seht schon, Freunde, was man da eigentlich alles einschlagen kann für Wege. Das ist jetzt wirklich richtig heftig, ne? Also guckt euch das an. Den Weg haben wir jetzt genommen. Und was da noch alles offen ist. Ja. Liebe Freunde, an dieser Stelle möchte ich mich bei euch fürs Einschalten und Verfolgen dieses Let's Plays bedanken, und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung und einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, jo, drückt da unten einfach auf das rote Symbol zum kostenlosen Abonnieren meines Kanals, damit ihr keinen Teil mehr verpassen müsst. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, meine Lieben, immer schön lecker bleiben. Ciao, ciao.